sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, der Dank, der sonst am Anfang der Rede kommt, der muss jetzt mal an den Schluss der Rede kommen, weil es ist ja Ihre letzte Sitzung, Herr Dr. Fischer-Heidelberger, heute bei uns. Und ich möchte gerne die Gelegenheit nutzen, mich ganz ausdrücklich, auch im Namen der Fraktion, zu bedanken bei Ihnen für Ihre Arbeit. Die Arbeit des Rechnungshofes, Ihre Arbeit, ist sehr, sehr wertvoll. Das wissen Sie, auch wenn wir nicht immer Ihrer Meinung waren. Das hat auch der Kollege Halbleib gesagt. Aber es ist so wertvoll, weil Sie genau hinschauen, was Regierung macht, was das Regierungshandeln ausmacht. Und weil Sie genau hinschauen beim sparsamen Umgang mit dem Geld aller, mit den Steuermitteln. Und ja, nochmal, wir Grüne sind Ihren Vorschlägen ja nicht immer gefolgt, aber das ist auch wichtig, weil wir nämlich auch manchmal die Vorschläge zu schwach fanden. Und deswegen haben wir nochmal eins draufgelegt und haben gesagt, wir möchten hier tatsächlich mehr von der Staatsregierung. Manchmal haben wir auch einen Vorschlag nicht als gerechtfertigt angesehen. Aber es ist wichtig, dass es den Rechnungshof gibt, als Institution, als Einrichtung in Bayern. Und weil Sie eben als Präsident und der Rechnungshof immer wieder den Finger in die Wunde legen, genau dahin, wo es auch weh tut. Also vielen Dank für Ihre Arbeit und viel Spaß im Ruhestand. Und ich bin mir sicher, so wie ich Sie kenne, es wird ein Unruhestand. Dankeschön.